Anfang der 2000er erschienen die Star Wars Prequels. Diese sollten die Vorgeschichte der damals ersten drei Teile erzählen. Es war auch klar, dass Star Wars Episode 3 der letzte Film sein würde. Doch George Lucas verkündete, dass 2008 eine Animationsserie mit dem Namen Star Wars The Clone Wars veröffentlicht wird. Diese ist bis heute total beliebt unter den Fans. Und dazu trägt auch der in Star Wars The Clone Wars neu eingebrachte Charakter Ahsoka Tano bei. Ahsoka Tano ist eine junge Jedi-Schülerin, die von Anakin Skywalker höchstpersönlich ausgebildet wird. Und genau dieser Charakter bekam seine eigene Serie mit dem Namen Ahsoka, diese ab dem 22. August 2023 auf Disney Plus zu sehen ist. Die Serie umfasst bis dato eine Staffel mit 8 Episoden. Die letzte wurde am 4. Oktober 2023 veröffentlicht. Star Wars Ahsoka geht nun einen gewaltigen Schritt weiter. Denn zum einen wird hier das Mandoverse fortgesetzt, zum anderen aber erhält einer der beliebtesten Star Wars Figuren überhaupt eine eigene Serie. Womit zum einen eine Brücke zu den Prequels geschlagen wird, gleichzeitig aber auch mit Star Wars Rebels, eine bei Fans beliebte Serie, direkt fortgesetzt wird. Aber kann dieser Schritt nicht auch nach hinten losgehen? Darüber sprechen wir jetzt. Und damit herzlich willkommen bei meiner Review zu der Star Wars Ahsoka Serie. Ja, liebe Leute, die letzte Folge der Ahsoka Serie ist nun jetzt auf Disney Plus verfügbar, kann man sich jetzt anschauen. Und in den letzten Wochen kam ja jeden Mittwoch eine neue Folge raus und ich habe natürlich immer gewartet auf den guten Mittwoch und habe mir dann die Folge reingehauen. Ja, jetzt ist es vorbei, das Finale ist am Start und ja, wie fand ich denn die Serie Ahsoka? Ich muss ja sagen, ich war nie wirklich so ein großer Fan von dem Charakter Ahsoka. Ich fand sie zwar relativ interessant als Schülerin meines Lieblingscharakters, Anakin Skywalker, hab aber wirklich nie The Clone Wars geschaut. Klar, ab und zu mal damals noch als kleiner Bub, Leute, auf Togo ein bisschen The Clone Wars geschaut und so. Aber das war noch nicht wirklich so, dass ich irgendwie immer die Folgen durchgehasselt habe und ich habe auch eigentlich fast nichts von The Clone Wars gesehen. Immer nur so ein paar kleine Abschnitte von Darth Maul oder so, aber mehr auch nicht. Deswegen, ja, war ich nie so wirklich verbunden mit Ahsoka, sage ich mal, mit diesem Charakter. Wie beispielsweise mit den Charakteren, die es in den Live-Action-Filmen gab, in der Skywalker-Saga. Ja, und jetzt haben wir Ahsoka in Live-Action. Wir hatten sie vor kurzem ja auch in The Mandalorian und ich glaube auch in The Book of Boba Fett, wobei ich mir da nicht ganz so sicher bin. Es ist auf jeden Fall dieselbe Schauspielerin, die wir schon kennen als Ahsoka in Live-Action, die jetzt hier wieder Ahsoka verkörpert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Schauspielerin, die Ahsoka spielt, die macht wirklich einen ganz guten Job. Also genau so soll Ahsoka sein, meiner Meinung nach. Sie gibt auch so ein paar Charaktereigenschaften von Ahsoka wieder in dieser Serie, in Live-Action. Hat also so eine kleine Gemeinsamkeit mit dem Animationsvorbild. Das finde ich wirklich total gut und sie bringt das auch richtig gut rüber, die gute Ahsoka. Ja. Generell, die ganzen Charaktere in der Ahsoka-Serie sind nicht schlecht. Wir haben fast keine neuen. Wir haben einmal Baylan und Shi, heißt sie, glaube ich. Das sind zwei neue Bösewichte, sage ich mal. Zumindest die mir jetzt aufgefallen sind, wo neu sind. Die anderen kennt man eben schon aus alten Serien, Filmen. Zum Beispiel, welche Charaktere hier ganz krass im Vordergrund stehen, sehr stark thematisiert werden, sind die aus Star Wars Rebels. Ja, wir haben Ezra Bridger, wir haben Sabine Wren und noch die Grüne da. Ich weiß jetzt gerade ihr Name nicht, der Twi'lek. Auf jeden Fall, die sind hier drinnen in der Serie enthalten und mit Ahsoka machen sie halt dann die ganze Serie durch. Ich muss sagen, das Problem, was man schon bei der Obi-Wan-Serie hatte, ist hier wieder drin vertreten. In der Obi-Wan-Serie war es ja so, dass der Hauptcharakter nicht wirklich Obi-Wan war, sondern Darth Vader und ein bisschen noch die kleine Leia. Ja. Aber irgendwie Obi-Wan, obwohl es seine eigene Serie war so ein bisschen bei der Seite. Und genau so ist es auch jetzt hier bei der Ahsoka-Serie. Ahsoka ist eigentlich ein kleiner Nebencharakter. Es gibt auch eine Folge, wo Ahsoka nicht eine Sekunde lang Screentime hat. Ich glaube, dass es so eine Folge gibt. Ich habe auf jeden Fall eine Folge in Erinnerung. Entweder, wo man sie, wie gesagt, gar nicht sieht oder wirklich ganz, ganz wenig. Ne? Und das ist einfach ein riesengroßes Problem. Die Serie heißt Ahsoka
es ist ihr Spin-off, es ist ihre Serie und sie ist aber trotzdem in ihrer eigenen Serie nur ein Nebencharakter. Denn die Hauptcharaktere, meines Erachtens nach, waren ganz klar die Charaktere aus Star Wars Rebels. Und es geht auch eigentlich nur um die Fortsetzung von Star Wars Rebels und nicht um eine neue Story, die es halt in Ahsoka gibt, die jetzt Ahsoka, wo Ahsoka halt in ihrem Leben einen neuen Story-Abschnitt hat, den man erzählt. Nein, es ist einfach nur eine Fortsetzung von Star Wars Rebels sozusagen. Und ja, es geht halt darum, dass Sabine Wren Ezra Bridger suchen will und Thorn, Großadmiral Thorn, mit natürlich zusammen Ahsoka, weil ja Gerüchte kursieren, dass General Thrawn wieder da ist. Das ist der Blaue da, das ist ein Bösewicht aus Star Wars Rebels, ein Großadmiral des Imperiums, was ja aber zu dem Zeitpunkt von Ahsoka schon lange, lange gefallen ist. Der ist jetzt anscheinend wieder da, man weiß es in den ersten Folgen noch nicht. Da will natürlich dann Ahsoka und Sabine Wren hin, um halt eben Großadmiral Thrawn, die Rückkehr von Großadmiral Thrawn zu verhindern, da der in irgendeiner anderen Galaxis ist. Wo er halt nicht mehr zurück kann in die richtige Galaxis, sage ich jetzt einfach mal. Und die wollen halt dahin, weil für andere Bösewichte, hier dieser Balin und so und diese Alte da, wo später noch zur Nachthexe wird, die wollen Thrawn zurückbringen, um das Imperium wieder so ein bisschen aufzubauen, da es ja gerade zerstört worden ist. Und an sich, die Idee mit General Thrawn finde ich richtig geil. Der Schauspieler ist perfekt gewählt. Ich finde hier General Thrawn richtig krass. Oder Admiral Thrawn, Großadmiral Thrawn ist richtig, richtig krass. Richtig guter Schauspieler, richtig gut verkörpert. Generell ein mega geiler Charakter. Und er wurde in Live-Action übergewandelt von Animation zu Live-Action. Und es sieht perfekt aus, ne? Weil Thrawn hatten wir ja vorerst immer nur in Rebels, die ich auch nicht geschaut habe, aber ich finde diesen Bösewicht sehr, sehr cool und ich hoffe, dass sie daraus noch was machen. Ja, könnten sie natürlich, Spielraum ist geboten, denn das Ende ist ziemlich offen, sage ich mal so, aber da kommen wir noch hin. Also, Ahsoka ist so ein bisschen der Nebencharakter, da halt eigentlich alles sich um Rebels dreht. Also, wir haben Sabine Wren, wie gesagt, Ezra Bridger später und das sind ja alles Rebels-Charaktere. Zudem, Ezra Bridger ist ja anscheinend dann, ich weiß es nicht, aber muss ja, am Ende von Star Wars Rebels verschwunden. Und jetzt geht es da weiter, wo sie ihn suchen. Und das hängt aneinander mit Rebels. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Keine Ahnung, ich finde das irgendwie immer so ein bisschen doof, wenn jetzt alles zusammenhängt. Da sind wir bei einem Marvel Cinematic Universe auch noch drin. Hier Star Wars Cinematic Universe kommt da noch. Das brauche ich echt nicht. Wir haben ja schon das Mandoverse, wo Ahsoka schon drin ist, okay, das geht ja noch, aber dass da noch Rebels reingebracht wird, oh Gott, aber naja. Also ich fand die Charaktere ganz gut, Ezra Bridger, Sabine Wren, Ezra Bridger hat natürlich auch nochmal seine deutsche Originalstimme, wie es auch in der Animationsserie war, ich weiß jetzt nicht, wie es im Englischen ist, aber auf jeden Fall passt das alles sehr gut und die Chemie zwischen den Charakteren ist auch sehr gut. Das Problem, wie gesagt, ist halt einfach nur, dass Ahsoka eigentlich zur Story fast nichts beiträgt. Sie ist einfach nicht präsent, beziehungsweise sie ist nicht wichtig in der Story. Das ist halt so ein großes Problem, das ich irgendwie weiter und weiter gemerkt habe. Aber gut, kommen wir zu zwei neuen Charakteren, einmal Shin und Balin. Das sind zwei gefallene Jedi, wobei Shin, glaube ich, damit aufgewachsen ist. Ist ja noch ein bisschen jünger. Balin war aber früher im Jedi-Tempel, der kannte ja auch den guten Anakin Skywalker, deswegen kann man darauf schließen, dass er schon ein bisschen älter drin ist und ja, der ist auf jeden Fall ein gefallener Jedi, haben auch beide ein orangenes Lichtschwert, es ist nicht rot, es ist so orangen-rotfarbig, aber eher schon Richtung Orange, das finde ich sehr cool, eine neue, coole Lichtschwertfarbe und ich finde die Charaktere beide so super, gerade Shin gefällt mir richtig gut als junge Schülerin von Balin. Man weiß aber nicht genau, was sie sind. Sie sind weder Jedi noch Sith. Sie sind Söldner, haben aber trotzdem dieses Meister-Schüler-System. Finde ich sehr interessant. Was natürlich dann das lässt mehrere Türen offen, dass man halt mehrere Charaktere mit Lichtschwertern und Machtnutzern alles reinbringen kann, die weder Sith noch Jedi sind. Das ist eine relativ coole Idee, die sie hatten, die auch meiner Meinung nach perfekt gelungen ist. Die tragen jetzt auch nicht wirklich so viel zur Story mit dazu, klar. Wegen Balin ist Großadmiral Thrawn wieder zurückgekehrt sozusagen ab der Stelle mit diesem
mit der Karte, mit der Kugel, wo die Karte zu Thorn drin enthalten ist, das ist schon alles relativ cool. Aber ja, es sind coole Charaktere, gerade Shin, ich hoffe, dass wir da zu ihr noch was sehen. Balin, zu dem werden wir leider so in der Form nichts mehr sehen, da der Schauspieler, der ihn verkörpert hat, der seine Arbeit wirklich saugut gemacht hat. Dieser Schauspieler ist aber leider im Mai verstorben, kurz vor Start von Ahsoka. Ist natürlich total schade, rest in peace an der Stelle. Der Typ wird nicht mehr kommen, da der Schauspieler leider vor kurzem verstorben ist. Wird es einen Recast eventuell geben, haben wir halt dann den Charakter, der bleibt bestehen, aber halt mit einem neuen Schauspieler. Ja, so viel auf jeden Fall mal dazu. Jetzt kommen wir zu den Folgen alleine, wenn man die mal so einzeln betrachtet. Jede Folge hat sich natürlich immer so ein bisschen aufgebaut auf die Story und war solide. Ich fand jetzt so, bis auf eine, auf die komme ich noch zu sprechen, keine Folge wirklich geil. So, die waren alle in Ordnung, konnte man sich gut geben. Ab der Stelle, wo Ezra Bridger aufgetaucht ist, wo Sabine ihr findet, das war auch noch ganz cool zu sehen. Auch wenn ich nicht so eine Bindung zu den Rebels-Charakteren hatte, weil ich die noch nie so ja, gesehen habe. Ich habe halt Rebels nie wirklich geschaut. Fand ich trotzdem extrem cool. Ja. Und die Folgen waren so okay. Die letzte Folge, die achte, fand ich jetzt nochmal richtig gut. Da war ja das Staffelfinale. Das fand ich schon nicht schlecht, vor allem mit den Nachthexen. Das war auch richtig cool, dass man das mal gesehen hat. Außerdem, Leute, oh, wie geil, wir hatten einfach Stormtroopers als Zombies. Zombie-Sturmtruppler. Also wirklich, das war halt die Magie von den Nachthexen und dann waren die Stormtrooper-Zombies. Das war einfach richtig cool. Das gab es früher immer in Legends und so. Und jetzt wurde es hier in den Canon reingebracht. Finde ich total super. Mehr solcher Sachen. Ja, und das fand ich sehr cool mit den Nachthexen von Dathomir, dass man die so ein bisschen eingebracht hat. Auch wieder in die Live-Action reingebracht. Und ja, das fand ich sehr cool in der letzten Folge, wo sie auch dann dieses Ritual durchgeführt haben, dass sie eine neue Nachthexe erschaffen haben, die dann aber direkt getötet worden ist von Ahsoka. Aber trotzdem an sich ganz cool. Und ja, wie gesagt, die Folgen stellenweise ganz gut, dann wieder eher schwächer. Ich fand den Anfang, der war gut, so in der Mitte, und wieder ganz gegen Ende hin war es wieder gut. Ja, alle Folgen waren so relativ solide. Die Folge, wo mir halt überhaupt nicht gefallen hat, war, wo Ahsoka fast gar keine Screentime hatte oder gar keine. Das fand ich überhaupt nicht gut, weil es ist ihre Serie und man hat Ahsoka fast nicht gesehen oder sogar gar nicht gesehen. Ja, es ist wirklich schade. Jetzt kommen wir zu der Folge zu sprechen, die ich wirklich lieben gelernt habe, die ich zu schätzen gelernt habe und die mir Gold wert ist. Und Leute, jeder weiß es, ich glaube jeder, der Ahsoka geschaut hat, wird diese Folge lieben und weiß einfach, die Folge ist gemein. Es ist ganz klar Episode 5. Ja, in der Episode 5 wird Ahsoka in die Welt zwischen den Welten geschickt, wo sie dann eben so ein bisschen mit ihrer Vergangenheit konfrontiert wird. Und das ist natürlich total geil, weil Ahsoka ist die Schülerin von Anakin Skywalker. Und Anakin kommt natürlich in Episode 5. Klar, man hat ihn ganz am Ende nochmal als Machtgeist gesehen, das war auch total super. Aber für mich als Anakin-Fan, ich liebe Anakin, wirklich. Ich finde Hayden Christensen, das ist für mich Star Wars, Leute. Ich bin mit den Prequels halt aufgewachsen und Hayden Christensen ist einfach perfekt, Leute. Der Typ hat auch in Episode 2, auch wenn er da ein bisschen, ist halt die Story ein bisschen komisch, aber er hat eigentlich immer einen super guten Job abgeliefert. Und in Episode 3, Anakin, also Hayden Christensen, ist mein Lieblings-Jedi, mein Lieblings-Sith, egal was er verkörpert, er ist einfach genial. In Star Wars, der ist für mich Star Wars, der Typ. Und auf jeden Fall, ja, Hayden Christensen kommt in der 5. Folge natürlich vor und gibt noch Ahsoka so ein paar Lehrwege mit auf dem Weg. Es ist einfach geil. Dann bekommen wir noch Rückblende in die Klonkriege, ja, die Clone Wars, wo man dann auch Captain Rex sieht, diese Mandalorian-Alte oder den Kampf gegen die Mandalorianer, glaube ich, war das, auf Mandalore. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall sieht man so einen Mandalorian-Helm mit so Zacken dran, wie Darth Maul beispielsweise. Kennt man aus The Clone Wars, ich weiß jetzt gerade nicht seinen Namen. Natürlich Ahsoka als jung, wie sie noch jung war. Richtig klein, richtig geil, genau wie in der Animationsserie. Und Anakin in seiner Clone Wars Rüstung mit den kurzen, relativ kurzen Haaren noch, so zwischen Episode 2 und 3. Und das alles in Live-Action. Also das hat wieder gezeigt, dass du Clone Wars eigentlich in Live-Action auch machen kannst. Ja, Hayden Christensen hat ja auch schon gesagt, dass er mehr aus dem Charakter Anakin rausbringen will und mehr ihn verkörpern will. Und ja, da finde ich einfach genial, Leute. Und dann auch noch später
wo man Anakin so sieht, wie er so Sith Jedi, dann wird er Sith, hat gelb-rote Augen, wird dann kurz zu Vader in so einem kleinen Shot und das ist einfach so geil gemacht worden. Und deswegen, das war wirklich 10 von 10, also Episode 5 war einfach nur ein purer Genuss, pure Gänsehaut und absoluter Fanservice. Ist natürlich klar, dass es Fanservice war, aber Leute, für mich genau das Richtige. Stell mir Hayden Christensen vor die Kamera in seinem Anakin-Outfit als Anakin und ich bin direkt geflasht. Ja, okay, so viel mal dazu generell, also Folge 5 war Hammer, der Rest war wie gesagt solide. Ich glaube, das war's, was ich zu der Serie sagen kann. Sie war ganz okay, hat jetzt nicht wirklich, war jetzt nicht schlecht, hatte gute Charaktere. Folge 5 war Epic des Todes. Ahsoka als Charakter wurde nochmal so ein bisschen weiter erzählt, wobei eigentlich nicht wirklich. Man hat ihre Bindung zu Anakin ein bisschen mehr verstärkt, aber sonst, ja. Ich muss sagen, ich bin zufrieden mit Ahsoka. Man hätte es können ein bisschen besser machen, ja, aber mit Folge 5 hatten sie wirklich richtig gut gearbeitet. Und ich bin froh, dass Ahsoka da ist, weil sie haben Hayden Christensen als Anakin, der ja schon in der Obi-Wan-Serie dabei war, jetzt aber als Anakin Episode 3 nochmal in Ahsoka drin war mit den Rückblenden in die Klonkriege und so. Das hat mir richtig gut gefallen. Da aber, ich kann ja nicht nur von 8 Episoden eine Episode 10 von 10 geben und dann ist die Serie direkt eine 10 von 10. Das war halt die eine Episode, die mir richtig gut gefallen hatte und die anderen waren so solide. Ich würde Ahsoka eine 6 bis 7 von 10 geben, dann doch eher 6,5 von 10. 6,5 von 10 ist gut. Es ist eine solide Star Wars Serie. Ich freue mich auf mehr und hoffe natürlich, dass auch eine zweite Staffel dazu kommt. Das Ende war ja relativ offen. Thorn ist jetzt wieder in der richtigen Welt. Ezra Bridger ist auch wieder in der richtigen Welt. Richtig, in Anführungsstrichen. Ist jetzt wieder bei den anderen, bei der Neuen Republik. Und Ahsoka sowie Sabine sind auf diesem Planeten noch gefangen. Da muss natürlich noch was kommen, um zu sehen, wie sie dann wieder zurück in ihre Galaxis gelangen. Und ganz am Ende, der letzte Shot, hat man nochmal Hayden Christensen als Anakin, als Machtgeist gesehen. Ach, Hammer. Naja, wie gesagt, 6,5 von 10 kriegt die Serie von mir. Schreibt eure Meinung zu der neuen Star Wars Ahsoka Serie gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar. Lasst eine Bewertung da und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Dann würde ich sagen, Leute, möge die Macht mit euch sein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.